Am Samstag ist es wieder soweit. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Heute nur ganz kurz. Es gibt morgen Dienstag, 21 Uhr, das reguläre Video. Aber am Samstag ist die Revolution. Und der ein oder andere mag ja so 3-4 Tage vorher planen, bevor er in eine andere Stadt reist, auch mit Übernachtung. Und deswegen heute nochmal ganz explizit die Einladung. Die letzte Revolution in Deutschland diesen Jahres gibt es in Speyer. Das ist, glaube ich, in der Nähe von Stuttgart, auf jeden Fall in Baden-Württemberg. Und das läuft am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Was ist Revolution? Für all diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind und oder vielleicht noch nie was von der Revolution gehört haben. Zum einen ist es eine ganz normale Rohkostmesse. Und in Speyer hat es alles seinen Ursprung. Das heißt, es ist die Ursprungsrevolution. Und da stellen ganz normal Unternehmen ihre Rohkostprodukte vor. Da gibt es das Rohkosteis. Ich sage euch, das ist Wahnsinn. Es ist natürlich vielleicht nicht das gesündeste Eis, aber es ist Rohkosteis. Und alleine schon der Gedanke daran, dass man mit Rohkost ein exakt gleiches Eis herstellen kann, also pflanzliche Rohkost, wie mit ganz normalen Milchprodukten, ist alleine schon den Eintritt wert, der gar nicht mal so hoch ist. Ich glaube 10 Euro für alle beide Tage. Und ja, werdet einfach euren Blick sehr weiten, was die Rohkost angeht. So sehr weiten, dass ich sagen möchte, bei der einen oder anderen Sache kann man das mal machen, aber das ist dann genauso wie die Leute, die sich ganz normal ernähren und sagen, hey, heute hau ich mal auf die Kacke und ich will mal zu McDonald's einen Burger essen gehen. Also das ist dann schon sehr, sehr fettreich und nicht immer gesund fettreich. So. Und also es gibt einerseits die Vorträge und die Messe als solches und dann gibt es eben auch die Vorträge. Das sind 3-4 Räume, wo von früh bis abends Vorträge laufen. Und da gibt es auch vieles Interessante an Inspirationen, an alternativen Ansichten. Da muss man natürlich auch selektieren. Ne? Da gibt es einige, die da Vorträge halten und einige, wo ich der Meinung bin, das ist ja schon ziemlich grenzwertig. Aber die Revolution versucht dann immer noch so ein bisschen auch ja, ihre Reputation natürlich auch zu erhalten, dass da nicht ganz so krude und schräge Theorien da zum Besten gegeben werden. Das finde ich auch gut, dass die Revolution da so ein bisschen sich auch, sagen wir mal, verjüngt hat und da auch ein bisschen mehr Fokus auf, naja, Wissenschaft und ein bisschen Realitätsbezug da Einzug erhalten hat. Und von daher meine persönliche Empfehlung. Und dann gibt es den Social Media Stand. Den Social Media Stand, das ist ein Stand, wo auch von früh bis abends Vorträge kommen werden. Allerdings im Gegensatz zu den Vortragsräumen ist es dort kostenlos. Und wenn was kostenlos ist und dem Zuschauer dargeboten wird und er das einfach so konsumieren kann, aus Lust an Informationen, dann bin ich natürlich auch nicht weit. Ich werde den Social Media Stand komplett moderieren, so wie ich das auch schon bei der vorigen Revolution in München getan habe. Das heißt, mich findet ihr am Stand der Revolution, Social Media Stand, von 10 bis 18 Uhr und ich werde dann sozusagen die Übergänge machen und ich werde auch selber sowohl am Samstag als auch am Sonntag einen Vortrag halten, direkt am Social Media Stand, 14.30 Uhr jeweils. Und werde da ein paar Rezepte aus meinem neuen Buch vorstellen. Rohkost for Low Cost Volume 2, wer das nicht kennt. Es ist quasi ja, nochmal eine Weiterentwicklung zu Rohkost for Low Cost. Ohne dieses Rohkost for Low Cost aufzugreifen in irgendeiner Weise. Weil beide Bücher parallel quasi ja, eigene Rezepte haben. Und erst die Kombination macht halt ja, für jedermann möglich, für 50 Euro im Monat rohköstlich leben zu können. Und das wird auch Teil des Vortrages sein, dass ich meine neuesten Tipps und natürlich schon das, was ich etabliert hat, immer wieder vorstellen werde. Und da freue ich mich ganz doll auf dich. Und wenn du am Samstag, Sonntag Revolution Speyer, ich verlinke euch das auch unten, wenn du dorthin kommst und mich siehst, dann bitte frag einfach, was du fragen möchtest, wenn ich nicht gerade selber am Vortrag vorne stehe, sondern viele sagen es im Nachgang, habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Auch wenn du nur sagst, hey, ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. Ja, dann sag Hallo und sag genau das. Oder wenn du sagst, hey, ich würde gerne mal ein Foto für mich zu Hause haben, vielleicht als Motivation oder einfach nur, warum auch immer, als Inspiration. Dann frag einfach, das ist vollkommen in Ordnung. Das würde ich genauso tun. Aber ich habe genauso Hemmungen, wenn ich jemanden sehen würde, der für mich vielleicht irgendwie eine Bedeutung hat und dann sagen, hey, kann ich ein Foto machen? Ich kenne das, ich kenne dieses Gefühl, weil niemand ist besser, ich bin nicht besser als du, aber ich kann dir vielleicht eine Inspiration sein und das ist vollkommen in Ordnung.
ich sehe dich deswegen nicht irgendwie als weniger an oder dass du weniger wert bist, nur weil du mit mir gerne ein Foto haben möchtest und das vielleicht irgendwo hinhängen möchtest, wenn du das möchtest, ne, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das geht mir, wie gesagt, genauso. Ich verstehe dich, habe keine Angst, mich anzusprechen. Wir sind alle nur Menschen. Wir sind alle nur Menschen, die geliebt werden wollen, aber auch alles Menschen, die sich weiter optimieren wollen und gucken, was geht. Und von daher, ja, nur Mut, kann dann nur nochmal immer dafür plädieren, weil immer wieder zu jeder Revolution kommen im Nachgang solche Sachen wie, ah, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Trau dich. Und wenn du nur eine Umarmung möchtest, komm, lass dich umarmen, alles ist gut. Also Revolution Speyer am 28. und 29., das ist der Samstag und Sonntag, der jetzt folgt. Und ja, lass dich da einfach inspirieren. Die Stadt Speyer ist auf jeden Fall richtig, richtig sehenswert, wenn man da mal rausgehen will. Ich war vor der Revolution noch nie in Speyer und ja, zählt zu der schönsten Stadt aller Rohkostmessen. Ist auch nicht so schwer bei Berlin und München als Gegenpol. Und von daher, ja, sei herzlich eingeladen. Und wir sehen uns dann vielleicht am Samstag oder am Sonntag. Bis dann in Speyer.